Apostel Alwyn, willkommen in Markuria. Bitte folge mir. Wir fühlen uns geehrt über deinen Besuch. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise. Die hatte ich, Herrin. Dies ist ein eindrucksvolles Gebäude. Das Bauwerk ist fast fertig. Wir werden bald die Einweihung eines ständigen Azadi-Sitzes in den Nordländern feiern. Die sechs werden den weiten Weg von Sadir bis hierher kommen, um bei dieser bedeutenden Einweihung... Aber ich langweile dich. Du weißt das bestimmt alles schon. Nun, Apostel, ich denke, dass du hierher gesandt worden bist, um dem Skorpion das Wort der Göttin zu bringen. Ja, er ist für den Tod vieler Reinblütiger hier im Norden verantwortlich. In der Tat. Und ich vermute, dass die Sechs nicht mehr glauben, dass wir ihn noch finden und ihn selbst töten werden. Ich bin nur hier, um eure Bemühungen zu unterstützen, Herrin. Ich habe nicht vor, die Autorität und Fähigkeiten eurer Offiziere anzuzweifeln. Ich weiß. Nun, wir sollten dankbar sein, dass ein Apostel sein Schwert für diese Aufgabe zur Verfügung stellt. Diese Terroristen, sie sind mehr als eine Plage geworden. Sie stehen dem technologischen Fortschritt und geistiger Erleuchtung im Weg. Sie machen es nur schlimmer für die Leute, die sie behaupten zu beschützen. Letztlich wünschen wir nur für diese Heiden, dass sie im Licht der Göttin gereinigt werden und den Weg zum Paradies finden werden. Stattdessen machen einige notorisch Unleidige uns allen das Leben schwer. Sie streben nach Freiheit und Demokratie, doch was wir ihnen gegeben haben, ist viel größer als das. Ohne uns würden sie die Stadt nicht haben. Wir haben ihnen Frieden, Wohlstand und Fortschritt gegeben. Was wollen sie mehr? In der Tat, Herrin. Wo hast du vor, zuerst zu suchen? Wenn du es wünschst, kann ich dir die Dienste meiner Männer zur Verfügung stellen. Dank sei euch, Abgesandte. Ich werde nur ein paar Männer brauchen, aber noch nicht jetzt. Ich muss zuerst ein paar Spuren nachgehen. Tu, was du tun musst, um das Feuer auszulöschen, bevor es sich weiter ausbreitet. Ich werde beim Bau des Turms keine Verzögerungen mehr zulassen. Unser Plan muss aufrechterhalten werden, oder es wird ernste Folgen für uns alle haben. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um den Skorpion zur Verantwortung zu ziehen, Herrin. Gut, du kannst gehen, Apostel. Wir werden uns bald wiedersehen. Besuch. Wer könnte das sein? Kommandant Wayman? Apostel Alwyn. Was hat dich aus eurer heiligen Stätte hierher gebracht? Eine Mission. Eine Mission, ich verstehe. Es wird wirklich eine wichtige Mission für das Konzil sein, dass sie euch den ganzen Weg von Zadir hierher geschickt haben. Eigentlich ist es nicht so, dass wir nicht eine Menge guter Offiziere und Agenten hier in Markuria hätten. Also, wen wollen sie dieses Mal töten? Jemand, über den ich etwas wissen sollte? Das Ziel der Mission ist zwischen mir und der Abgesandten vertraulich, Kommandant. Beleidigt mich nicht, Alwyn. Ich genieße das absolute Vertrauen der Abgesandten. Wir sind nicht mehr in Sadir. Die Dinge laufen hier anders. Kommandant? Vergebt mir, Herren. Habe ich ohne Erlaubnis gesprochen? Der Apostel ist im Auftrag der Sechs hier. Wir tun gut daran, ihn mit Respekt zu behandeln. Natürlich. Er ist hier in unserem kleinen Außenposten des Imperiums höchst willkommen. Er wollte gerade gehen. Danke, Apostel. Möge das Licht der Göttin euren Pfad erleuchten. Ich danke euch, Abgesandte. Kommandant? Apostel! Ach, immer diese religiösen Fanatiker. Herrin, ihr schicktet nach mir. Was denkst du über diesen Alwyn? Du dientest mit ihm in Sadir, nicht wahr? Ich tat es, Herrin. Alwyn ist ein brillanter Schwertfechter und ein treuer Diener der Sechs. Verschone mich mit deiner Diplomatie, Kommandant. Wir sind alleine. Ich vertraue ihm nicht. Er ist in der Hierarchie viel zu schnell aufgestiegen. Er hat seine Verbindungen. Jemand innerhalb der Sechs hält seine Hand über ihn? Ich glaube ja. Seine Fertigkeit mit dem Schwert ist mehr als durchschnittlich. Aber seine Position bei Hofe ist für einen Mann seiner Kaste beispiellos. Ja, er ist jung, oder nicht? Zu jung. Und er hat keine Familie, kein Blut. Ah, jetzt weiß ich, warum du ihn nicht magst. Verzeiht, Herrin. Aber seine Herkunft ist nicht alles, warum ich ihm misstraue. Er hat seltsame Freunde und seine Tugendhaftigkeit ist widerlich. Warum dieses plötzliche Interesse an Apostel Alwyn? Die Sechs haben ihn hierher gesandt, ohne mich vorher zu fragen. Und das ist besorgniserregend. Ich frage mich, was das bedeuten könnte. Außerdem scheint der Apostel weichherzig.
Er war noch nie weit von zu Hause fort. Wenn er beginnt, mit diesen Heiden zu sympathisieren. Ich verstehe. Was schlagt ihr vor? Ich will ihn beobachten lassen. Stelle sicher, dass er von seiner Mission nicht abgelenkt wird. Wie ihr wünscht, Herrin. Das ist alles, Kommandant. Du kannst gehen. Danke, Herrin. Ich werde den Apostel immer im Auge behalten, das versichere ich euch. Ihr Ungläubigen habt kein Vertrauen zu meinem Apostel. Aber er wird bestimmt mit den Heiden sympathisieren. Das heißt, April wird ihm bestimmt noch sympathisch vorkommen. Beziehungsweise unser Apostel wird sicher die Beweggründe von April verstehen können. Warum sie das tut, was sie tut. Und die Schiffe sind ganz schön krass von diesem dunklen Volk. So als ob sie nur aus Wurzeln und Erde bestehen würden. Ihr ehrt uns mit eurer Gegenwart. Eure Wellen haben viele Ozeane überquert und unsere Schiffe an ferne Gestade getragen. Danke. Somit könnt ihr mir sagen, wer ich bin? Der Schattenführer konnte es nicht. Seltsam. Wir teilen die gleiche Erinnerung und unsere Gedanken sind wie eins. Er hätte es wissen sollen. Vielleicht war er durcheinander. Vielleicht waren seine Augen geblendet. Vielleicht. Schon gut. Nun bin ich hier. Dies ist also eure sagenhafte Stadt. Sie ist wirklich erstaunlich. Ja, dies ist eine Stadt. Sie hört nie auf, sich zu bewegen. Sie treibt in den Gezeiten des Kosmos mit der Gnade der Wellen und Ströme. Ihr seid gekommen, um die Weise der Kin aufzusuchen. Ja, das stimmt. Warum ist sie hier bei euch? Es ist nicht an uns, die Gedanken der Drake-Kin zu kennen. Aber ihr könnt sie selber fragen. Kommt. Sie wartet in der Bibliothek. Kommt. Dann werden wir gleich mit der Weisen der Drake-Kin reden. A.K.A. mit dem weißen Drachen. Blasse Haut, weißes Haar und eine Frau. Das sieht so ein bisschen aus, als ob das in einem Moor wäre. Ein einziger riesiger Baum. Folge mir. Ja, das mache ich. Aber das hat was, ja. Folge mir. So entlang von Wurzeln einen riesigen Baum hinaufzusteigen. Nicht schlecht. Und in diesem Baum ist bestimmt die riesige Bibliothek. Das wäre ganz schön krass. Folge mir. Nein, ich will dir noch nicht folgen. Ich will erstmal gucken, was hier ist. Vielleicht können wir uns hier noch irgendwas angucken. Dieser Weg hier kann nicht umsonst sein. Auch wenn es zugegebenermaßen ziemlich nach Endstation hier aussieht. Wow, man kann hier wirklich bis zur Spitze laufen. Aber irgendwie scheint es tatsächlich nichts gebracht zu haben. Na gut, dann laufen wir mal wieder zurück. Hier wäre es jetzt schön, einen Tagebucheintrag zu lesen, an der Spitze des Astes, auf diesem gewaltigen Baum. Genau der richtige Zeitpunkt, um einen Eintrag zu schreiben. Aber wie es aussieht, hat April nie zu schreiben gelernt. Oder sie hat was gegen Tagebücher. Dann wollen wir mal in die Bibliothek. Cool, hier sind sogar so Schlitze in dieser Baumrinde. Und es leuchtet drin.
Bitte sei leise. Wir ruhen. Okay, dann müssen wir jetzt leise sein. So viele Statuen, oder? Sind es Statuen? Oder sind das noch mehr von diesen Kerlen vom dunklen Volk? Los, April, schrei ein bisschen. Weck sie auf. Ist das schon die Bibliothek? Folge mir. Da schweben einfach ein paar von den Kerlen in der Luft. Okay. Und hier wachsen so eine Art von Pilzen an der Wand. Im Bauminneren. Nicht schlecht. Interessant. Wow, das sind alles Bücher. Folgt mir. Ja, ich folge dir ja schon. Das ist ja mal geil. Folgt mir. Hier ist wahrscheinlich der Baum ab hier schon unter Wasser. Und hier sind so riesige Gucklöcher in dem Baum. Und man kann so draußen noch ein paar Fische rumschwimmen sehen. Da hinten. Da schwimmen welche. Yay! Geiler Scheiß. Oh, da können wir auch gleich mal ein bisschen Sightseeing betreiben. Diese Bäume reichen bis tief unter das Wasser. Wahrscheinlich viel, viel weiter und tiefer, als sie sich nach oben strecken. Nicht schlecht. Und hier fangen sie auch an, ihre Bücher zu lagern. Die sind so in die Wände des Baumes eingearbeitet. Es gibt Texte in jeder Sprache. Auf jeder Art Material. Steintafeln, gewebter Stoff, Pergamente, Folgt. Gravierte Kristalle, aber meistens Bücher. Das sieht doch hier nochmal nach etwas aus. Ja, willst du mir etwas sagen? Dies ist unsere Bibliothek. Erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Sie ist so alt, wie wir es sind. So alt wie die erste Zivilisation. Wir haben jedes Wort gesammelt, das je geschrieben wurde. Und ihr habt nur gesammelt, was andere geschrieben haben? Wir erschaffen nichts. Wir sammeln. Wir zeichnen auf und wir bewahren es. Es ist anderen bestimmt, zwischen Worten und Papier gefangen zu sein. Wir haben nicht sehr oft Besucher in unserer Stadt, aber wenn ihr hier eine Aufgabe zu erfüllen habt, dann seid willkommen. Ich denke, ich habe eine Aufgabe, obwohl ich mir darüber noch nicht im Klaren bin. Je größer die Aufgabe, desto schwieriger ist es, sie zu verstehen und zu akzeptieren. Ich werde zur Weisen der Kin gehen und ihr sagen, dass ihr hier seid. Inzwischen steht euch die Bibliothek nach Belieben zur Verfügung. Nice, dann wollen wir uns mal etwas umschauen. Jemand ist dabei zu lesen. Eine Menge. Oh ja. Hui, ein Rabe. Ich glaube, den kenne ich noch aus dem ersten Teil. Crow, bist du es wirklich? Hallo April, wie schön, dich wiederzusehen. Vielen, vielen Dank, dass du mich damals auf diesem Bergpfad zurückgelassen hast. Vor 8 verdammten Jahren! Upsi, tut mir leid. Wie ist es dir ergangen? Du meinst während der vergangenen, 8 Jahre? Ich weiß, es tut mir leid. Lass uns versuchen, das zu vergessen. Wenigstens für den Moment. Und diese Zeit macht mir wirklich was aus. 8 Jahre! Also gut, in Ordnung, fein. Ich bin ein braves Hühnchen und sage, dass alles bestens war. Ich danke dir, Crow. Was bei der Balance und um alles in der Welt tust du hier? Ich bin auf einer Reise, mein Inneres zu entdecken. Einer Reise um dein... Oh, verstehe. Schön, dich wiederzusehen, Crow. Es ist allzu lange her. Ja, also... Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, Wiedervereinigung. Ich freue mich wirklich, dich wiederzusehen. Ganz ehrlich. Sagte ich je, dass ich froh bin, dich wiederzusehen? Ich bin nur erleichtert, dass du lebst.